So, Talk der Woche. Ja, der sollte jetzt wieder jede Woche kommen. Ich habe ja bis jetzt nur einmal ausgesetzt, weiß ich nicht, was ich da hatte. Habe ich irgendwie den kompletten Sonntag irgendwie verschlafen, also wirklich nicht geschlafen, also ich war wach, aber ich habe irgendwie absolut nicht gecheckt, dass Sonntag ist und irgendwie habe ich es dann halt nicht gemacht. Ja. Ich will nicht viel dazu zu sagen. Ich versuche jetzt wieder ein bisschen aktiver zu werden. Ich kann auch sagen, dass ich nächste Woche bin ich noch arbeiten und dann komme ich in die Berufsschule. Das bedeutet, ich kann unter der Woche absolut nichts wirklich tun. Also ich könnte meinen Laptop und so mitnehmen und da halt schneiden, aber mein Laptop ist so verdammt scheiße, da geht überhaupt nichts. Aber ich werde ein bisschen vorproduzieren, es werden ein paar Videos kommen, ich weiß nicht wie viele. Ich bin auch gerade dabei aufzunehmen und so weiter, keine Ahnung. Muss man mal schauen. Und Crash Bandicoot geht jetzt gerade normal weiter. Captain Toad und Splatoon 2 auch minimal. Das sind ja, glaube ich, die drei Projekte. Ja, genau. Super Mario Odyssey lassen wir noch ein bisschen warten. Keine Ahnung. Ja. Und, ach ja, Breath of the Wild geht ja weiter. Und da kam der erste Stream richtig gut bei euch an. Das finde ich richtig toll. Und ich schätze, da kommt die Woche dann nochmal ein Stream. Aber, by the way, wenn ich in der Berufsschule bin, wird es auch keine Streams geben. Das ist natürlich auch klar. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde Breath of the Wild Streams jetzt öfters machen, weil der kam ziemlich gut an. Und ja, das hat mich sehr gefreut. Ja. Ich würde jetzt aber sagen, ich will das echt nicht, oder will ich es länger rauszögern? Ja, doch ein bisschen. Ein bisschen können wir noch rauszögern. Ein bisschen chillen. Also ja. Ein bisschen können wir noch rauszögern. Einfach damit es länger wird, lol. Ein kleines bisschen. So. Odyssey, wie gesagt, lasse ich noch warten. Das ist halt einfach nur Schneidarbeit und aufnehmen ist auch schnell. Das heißt, also schnell. Ich kann sagen, ich nehme es auf, schneid's. Schneiden dauert halt ein bisschen länger. Aber das ist nicht so ein Projekt, wo ich jetzt noch sage, Alter, muss ich jetzt noch so und so viel aufnehmen, was weiß ich alles. Also ziemlich chillig eigentlich, ein chilliges Projekt. Aber Breath of the Wild, ist eh klar, wird zum Großteil gestreamt. Zum Großteil. Ich weiß nicht, ob noch irgendwann Parts kommen. Splatoon 2 Octo Expansion. Keine Ahnung, wie motiviert ich da bin. Ich ziehe das Projekt wirklich durch. Ich verspreche es euch, dass ich es durchziehe. Aber das ist bis jetzt, oder das ist zurzeit einfach das anstrengendste Projekt. Und das ist halt, ja. Ich hoffe, ihr versteht das irgendwie, dass das ein bisschen dauert. Obwohl ich halt ein Part gerade im Voraus habe und einen auch noch schneiden könnte. Das heißt, Videoparts könnten kommen und vielleicht nehme ich auch mal wieder einen auf. Bald wieder. Hi. Crash Bandicoot habe ich ziemlich weit im Voraus aufgenommen, bis Part 11. Das heißt, da kann ich rausballern, die sind halt auch ein bisschen aufwendiger mit dem Schneiden und so, aber an sich kann ich mir das geben. Also ja, das ist zum Beispiel ein Projekt, das jetzt ein bisschen weitergeht, da bin ich jetzt auch schon beim zweiten Teil und so weiter, das ist chillig, das ist voll nice. Und dann kommt noch Captain Toad, so Octopath Traveler, das ist sowieso gerade ein Streaming-Projekt, das nicht so viele Leute juckt irgendwie. Aber ja, ich werde es natürlich trotzdem durchziehen und so weiter und muss mich halt nur mal wieder motivieren zu streamen. Ich nutze halt jetzt lieber die letzte Woche einfach, um Videos aufzunehmen, damit ich die dann jedes Wochenende nur schneiden und hochladen muss. Beziehungsweise hochladen kann ich es auch dann im Internat. Weil da habe ich dann mein WLAN mit und so weiter. Das heißt, das ist alles kein Problem. Und ja, ihr versteht's, aber ich kann halt ziemlich schwer schneiden, weil ja, mein Laptop ist ziemlich scheiße. Und da habt ihr auch noch schlechtere Renderqualität und alles. Das ist alles nicht so, wie ich mir das so ganz vorstelle. Als Captain Toad habe ich auch ein bisschen im Voraus aufgenommen. Wie viele Parts? 11. Also bis Part 11. Wir sind ja jetzt gerade bei 8 oder so. Da werde ich auch noch weiter aufnehmen. Das Projekt wird eh nur um die 20 Parts oder so haben. Das sind wir nämlich jetzt schon bei Episode 3. Die haben wir, glaube ich, schon angefangen in Part 11. Das heißt, das Ganze hat 28 Level, sagen wir 3 bis 4 Level pro Part. Das haut schon hin, das können wir durchackern noch. Das ist ein nices Projekt auf jeden Fall.
Das ist gerade so ein Projekt, das kann ich auch sagen, das ist chillig zum Aufnehmen und so weiter. Genauso wie, ne, Crash Bandicoot eher weniger. Obwohl auch irgendwie. Das sind die zwei Projekte, die ich sagen kann, die kann ich einfach so aufnehmen. Und Splatoon 2 ist halt ein bisschen anstrengend, hey. Ja, ich habe es jetzt doch noch ein bisschen in die Länge gezogen, auf 5 Minuten, wow. Ich würde jetzt sagen, das war's aber hier jetzt. By the way, ich habe auch einen neuen Banner und ein Profilbild, ein neues. Einfach weil mir jemand in die Kommentare geschrieben hat. Wartet, ich lese es euch vor. Da was. Ich muss aber auch sagen, dass dein Kanalbanner bzw. Profilbild echt wenig für dein Content aussagen. Ich meine, du bringst fast nur Nintendo-Stuff und in dem Profilbild und Banner sieht man nichts davon. Ja, und ich bin so ein Typ, der erst solche Dinge wirklich erkennt oder einsieht, wenn es jemand anders sagt. Und deswegen habe ich mich dann eigentlich ziemlich schnell dran gemacht, einfach einen neuen Banner zu machen, weil der alte ist ja von einem Freund von mir gemacht, weil er halt besser Banner machen kann. Ich schätze aber mal, dass der, den ich jetzt habe, auch nicht so schlecht ist. Das sind halt. Es ist nicht nur Nintendo-Stuff natürlich drauf, aber halt mehr wieder Videospiele und so. Und ich finde, der ist allgemein besser. Und Profilbild, ich bin halt echt unkreativ, was Profilbilder angeht. Ich hoffe, das ist irgendwie in Ordnung, das Profilbild. Keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich es lang genug in die Länge gezogen. Ich würde sagen, das war's mit dem Talk der Woche vom 27.8. bis 2.9. schon, Alter. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Tschüssi.